Der Aussätzige soll abgesondert wohnen, außerhalb des Lagers. Lesung aus dem Buch Levitikus. Der Herr sprach zu Mose und Aaron: Wenn sich auf der Haut eines Menschen eine Schwellung, ein Ausschlag oder ein heller Fleck bildet und auf der Haut zu einem Anzeichen von Aussatz wird, soll man ihn zum Priester Aaron oder zu einem seiner Söhne, den Priestern, führen. Der Priester soll ihn untersuchen. Stellt er eine hellrote Aussatzschwellung fest, die wie Hautaussatz aussieht, so ist der Mensch aussätzig. Er ist unrein. Der Priester muss ihn für unrein erklären. Der Aussätzige mit dem Anzeichen soll eingerissene Kleider tragen und das Kopfhaar ungekämmt lassen. Er soll den Bart verhüllen und ausrufen: Unrein, unrein. Solange das Anzeichen an ihm besteht, bleibt er unrein. Er ist unrein. Er soll abgesondert wohnen, außerhalb des Lagers soll er sich aufhalten. Wort des lebendigen Gottes. Der Herr sei mit euch. Aus dem Heiligen Evangelium nach Markus. In jener Zeit kam ein Aussätziger zu Jesus und bat ihn um Hilfe. Er fiel vor ihm auf die Knie und sagte: Wenn du willst, kannst du mich rein machen. Jesus hatte Mitleid mit ihm. Er streckte die Hand aus, berührte ihn und sagte: Ich will, werde rein. Sogleich verschwand der Aussatz und der Mann war rein. Jesus schickte ihn weg, wies ihn streng an und sagte zu ihm: Sieh, dass du niemandem etwas sagst, sondern geh, zeig dich dem Priester und bring für deine Reinigung dar, was Mose festgesetzt hat, ihnen zum Zeugnis. Der Mann aber ging weg und verkündete bei jeder Gelegenheit, was geschehen war. Er verbreitete die Geschichte, sodass es sich Jesus in keiner Stadt mehr zeigen konnte. Er hielt sich nur noch an einsamen Ort auf. Dennoch kamen die Leute von überall her zu ihm. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Liebe Kinder, liebe Schwestern, liebe Brüder. Kinder, geht's euch gut? Ja? Seid ihr gesund? Ja? Okay. Wart ihr auch mal krank? Nein? Niemals? Doch? Ja? Okay. Und wer hat euch denn gesagt, dass du wieder gesund bist? Hat jemand dir gesagt, du bist gesund, du kannst in die Schule gehen oder du kannst was anderes machen? Luis. Okay, die Mutter hat gesagt, du bist ja heute gesund, du gehst zur Schule. Ja? Oder noch, wer kann noch jemand sagen, ja? Bitte? Gott? In unserem normalen Alltag. Wer sagt dann, ja, du bist gesund, du bist jetzt nicht mehr krank? Ein Arzt? Kann er sagen, du bist gesund, ist alles in Ordnung? Ja, bei uns ja, gibt es viele Untersuchungen, wenn wir besonders älter geworden sind,
gibt es schon nicht einfacher. Ich bin jetzt überall 50 Jahre alt, dann gibt es immer wieder Routine, was man alles machen muss als Mann. Oder, ja, das ist schon interessant. Ja, jedes Mal ist der Blutdruck irgendwie hoch. Ja, bloß, dass der Arzt sagt, alles in Ordnung. Oder? Kinder, ihr habt noch Zeit. Aber da soll jemand sagen, du bist gesund. Heute haben wir eine Apothekerin, die eigentlich die Lesung, ja, passt wunderbar, Frau Gummler, ja, zu ihrem Beruf. Es geht eigentlich um einen aussätzigen Mann oder aussätzige Person. Kennt ihr oder wisst ihr, wer überhaupt ein Aussätzig ist? Habt ihr eine Idee? Wer ist aussätzig? Ein Aussatz. Wisst ihr nicht? Ein Ausschlag, kennt ihr? Ja, genau. Genau, dass man irgendwie Flächen hat, wo es nicht normal ist, eine andere Farbe, ja, oder eine Schwellung da ist. Ja, viele Menschen haben auch Hautprobleme, ne? So ein Ausschlag. Und ein Aussatz ist wie eine Leprakrankheit. Kennt ihr Leprakrankheit auch nicht? Gell? Es ist schon mittlerweile zum Glück nicht mehr so viel verbreitet. Aber ich kannte aus Indien ganz viele Leprakranken. Zum Beispiel die Finger werden verfault, sie werden immer kleiner und kleiner. Dann haben sie dann keine Finger mehr, sie laufen so. Ja, das ist zum Beispiel diese Leprakrankheit, was wir auch heute im Buch Levitikus gehört haben. Ja. Und das war ansteckend. Und diese Menschen dürfen nicht in der Familie bleiben. Wenn jemand einen Aussatz hat oder eine Leprakrankheit, darf man nicht zu Hause bleiben. Man hat diese Person außerhalb der Stadt oder des Dorfes hingebracht. Und dieser Mann oder diese Frau hatte zwei Krankheiten jetzt. Einmal die körperliche Krankheit selber und einmal die Einsamkeit. Man kümmert sich um sie nicht. Apropos, allein zu sein, einsam zu sein, kennt ihr auch in den letzten Jahren, dass jemand sagt, du bist jetzt krank, du darfst nicht vom Zimmer halt wegkommen oder zu Hause musst du 2 Wochen bleiben. Was war die Krankheit? Da muss man sogar, ja, Mundschutz anhaben. Corona, richtig. Also, das ist auch eine gewisse sehr Schikane, dass die Menschen nicht rauskommen durften. Und am Anfang war es so schlimm. Ja, bloß wenn jemand rausgekommen war, kam jemand vom Gesundheitsamt. Ja, das war wirklich wie in Levitikus. Das heißt, das ist schon eine Schikane, dass die Menschen, ja, einsam gemacht wurden. Klar, der Hintergrund war, auch im Buch Levitikus, dass die anderen nicht angesteckt werden, dass nicht diese Krankheit verbreitet. Aber für den Kranken selber ist zweifache Belastung. Einmal, dass er selber nicht weiß, ob er gesund wird. Meistens, liebe Schwestern, liebe Brüder, liebe Kinder, wird man nie gesund. Ja? Und meistens darf man auch nicht mehr in die Familie zurück, in die Gemeinschaft zurück. Könnt ihr euch vorstellen, wenn du so in der Situation bist, dass du unheilbar krank bist und du darfst nicht mehr in der Familie leben? Könnt ihr euch vorstellen, wie schwierig das sein kann? Im Buch Levitikus heißt es, solche Menschen, wenn sie, ja, rauskommen würden, dann müssen sie selber schreien und sagen, unrein, 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 das heißt, ich muss selber schreien. Bitte geht weg von mir, sonst werdet ihr angesteckt.
Stell dir mal das vor. Wenn jemand sagt, ich habe Corona, bitte, ja, geht weg von mir und so weiter. Das heißt, es war eine Situation. Und wenn man wirklich dann später gesund geworden ist, kann man nicht sagen, ich gehe zum Arzt und er sagt mir, du bist gesund. Nein, damals war der Priester selber derjenige, der einen Ausweis geben kann, jetzt haben Sie keine Corona. Jetzt haben Sie keine Leprakrankheit, jetzt haben Sie keinen Aussatz, jetzt dürfen Sie in die Familie zurück. Das war damals so. Heutzutage kommt keiner zum Pfarrer Lourdes. Trotzdem gibt uns Kirche diesen Text. Interessant. Ja, wir kommen dazu später zurück. Aber auf jeden Fall ist die Situation für diesen, für den Kranken so schwer. Eine ähnliche Situation haben wir gehört im Evangelium. Da ist auch ein aussätziger Mann, der aber rennt zu Jesus, interessanterweise. Jesus war nie alleine. Da waren immer viele Menschen. So, lass mal, jetzt konzentriere dich, ja, mit Jesus. Also, Jesus war nie alleine, er war immer umgeben von Menschen. Aber dieser aussätzige Mann versucht was anderes. Er geht zu Jesus und sagt sogar, bitte heile mich oder mach mich rein. Könnt ihr euch das vorstellen, wie die anderen reagiert hätten? Sie hätten gesagt, geh fort, du darfst nicht, ja, du bist doch irgendwie aussätzig, du darfst nicht hier rein. Wieso kommst du? Aber dieser Mann hatte so einen Willen, so eine Sehnsucht, geheilt zu werden. Und er hat auch gewusst, dass Jesus ihn heilen wird. Interessant. Und er schreit laut, Jesus, Jesus, bitte heile mich, mach mich rein. Und was macht Jesus, Kinder? Sagt er, nein, geh fort. Er sagt, nein, ich möchte dich heilen. Es ist interessant, liebe Kinder, liebe Schwestern, liebe Brüder, man darf sogar nicht mal in der Nähe sein, aber was macht Jesus? Er berührt diesen Mann. Er berührt und sagt, werde rein. Das ist Jesus. Und der Mann wird tatsächlich rein. Sogleich, heißt es in der Bibel, sogleich verschwand der Aussatz. Jetzt ist nur eine Krankheit geheilt, wie ich am Anfang sagte. Er muss sogar zu dem Priester gehen, damit er überhaupt in die Familie wieder zurück darf. Dann sagt Jesus, geh zu dem Priester, zeig dich, dass du gesund geworden bist und dann geh weiter. Wir kommen zu unserer Situation. Ein jeder von uns kann krank werden. Du kannst krank werden, Sie können krank werden, ich kann krank werden. Aber wie gehen wir mit unserer Krankheit um? Gott sei Dank, dass wir eine gute Medizin haben, ja? Aber es gibt viele andere Krankheiten, die von der Medizin nicht geheilt werden können. Zum Beispiel war ich vor 25 Jahren in Freiburg, da habe ich jeden Tag die geistig behinderten Menschen besucht. Ich habe mit ihnen gearbeitet und so weiter. Und ganz sauber, ja, war die Organisation. Sie kamen mit den kleinen Bussen morgens in die sogenannte Werkstatt, haben gearbeitet und Nachmittag wurden sie abgeholt, sie kamen zu dem Wohnheim. Das heißt, in der Gesellschaft konnte man nie diese Menschen sehen. Wir haben ganz toll organisiert, dass die Behinderten bleiben weg von der Gesellschaft. Man kann sagen, ja, sie wurden irgendwie sehr unterstützt und so weiter, aber die andere Seite der Medaille ist,
Die Gesellschaft will keine behinderten Menschen auf der Straße sehen, keine Kranken sehen. Etwas ähnlich wie in der Bibel, ne? Oder Flüchtlinge, wo dürfen sie hin? Oder die psychisch Kranken. Wir haben wunderbar Halbzeiten gebaut. Weg. Das sind die Menschen, die wirklich auch innerlich leiden. Oder auch früher, vor ein paar Jahren mit der Corona-Situation. Diese Krankheiten gibt es bis heute. Aber wie gehen wir damit um? Die Kirche gibt uns diese Texte zu überlegen, wie sollen wir als Kirche, als heilende Kirche sein in der heutigen Zeit? Wir Kinder, liebe Schwestern, liebe Brüder, wir wurden eigentlich beauftragt von Jesus, geht zu den Menschen, verkündet das Evangelium, heilt die Kranken, sagt Jesus. Das heißt, die Kirche hat diesen Auftrag zu heilen. Wo sind wir heute als Kirche? Machen wir nicht mehr Schmerzen oder fügen wir mehr Schmerzen zu den Menschen zu? Das ist ein ganz wichtiger Auftrag, um einfach auch Kirche zu sein in der heutigen Zeit, liebe Schwestern, liebe Brüder. Aber zuerst müssen wir selber heilen lassen. Darum geht es auch heute. Was können wir tun? Ich lerne von diesem aussätzigen Mann in der Bibel, der geht mutig und er zeigt seine Krankheit zu Jesus. Ein wunderbarer Satz, den ich heute bekommen habe, ist: Zeige deine Wunden. Zeige deine Wunden, wo du verletzt bist. Und dieser aussätzige Mann geht zu Jesus: Ja, ich bin aussätzig, heile mich. Und diesen Mut brauchen wir heute als Christinnen und Christen, dass wir alle verwundet sind, dass wir mit unseren Wunden zu Jesus kommen dürfen. Und Jesus hat Mitleid und dieses Mitleid wird uns heilen. Zweitens lerne ich, dass wir als Kirche nicht nur für uns leben, sondern dass wir hinausgehen zu den verwundeten Menschen. Vor ein paar Tagen war ich in St. Josephs Krankenhaus. Da liegt ein Mann seit über 4 Wochen in Koma. Die Familie hat gesagt: Herr Pfarrer Lourdes, bitte kommen Sie. Ich war tot. Ich konnte nur diesem Mann sagen: Jesus wird dich heilen. Ich bete auch für diesen Mann jeden Tag. Und das ist der Auftrag der Kirche. Wir dürfen nicht einfach sagen: Ah ja, das wird irgendwie gehen. Nur in meiner Familie oder in meiner Freundschaft werde ich tun. Nein, wir sind als Kirche Gottes eingeladen, zu allen Menschen zu gehen, die uns brauchen, die uns einladen. Liebe Kinder in eurer Schule, wenn einem Kind nicht gut geht, bist du derjenige, diejenige als Kommunionkind, dieses Kind zu fragen: Darf ich dir helfen? Wenn du das magst, dann bist du wirklich ein Kind von Jesus. Auch in unserer Arbeitsstelle oder wenn wir auf der Straße sind, wenn wir merken, dass jemandem nicht gut geht, fragen wir einfach: Darf ich für Sie was tun? Geht es Ihnen gut? Allein dieses Wort, dieses Mitleid wird zeigen, dass wir Christen sind. Liebe Schwestern, liebe Brüder, Eucharistie ist nichts anderes als ein Heilungsgottesdienst. Heute dürfen wir unsere Wunden zu Jesus bringen und sagen: Herr, das ist meine Wunde. Ich zeige dir, bitte heile mich. Dann, als Geheilte, gehe ich nach Hause, um andere Menschen zu heilen, im Namen von Jesus. Amen.